Ihr Lieben, diejenigen, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Andrea, ich bin Berufungs- und Business-Mentorin und unterstütze vielbegabte, hochsensible Frauen dabei, sich ein wunderbares, ortsunabhängiges Business aufzubauen, dass sie das tun, was sie lieben, mit dem auch richtig gutes Geld verdienen und vor allem ein wichtiger Beitrag hier für diesen Planeten stiften. Und wenn du hier in diesem Webinar bist, dann gehörst du genau zu dieser Zielgruppe und ich freue mich sehr, dass du dich heute zu diesem Thema, wie du richtig empfängst, hier eingefunden hast. Sehr, sehr schön. Steigen wir doch gleich ins Thema ein. Im letzten Webinar habe ich ganz viel über energetisches Marketing erzählt. Sicherlich hast du dir die Aufzeichnung angeguckt oder wenn noch nicht, dann empfehle ich dir das. Das ging heute mit meinem Newsletter raus. Dann kannst du dir nochmal den Blogartikel anschauen. Da ist die Aufzeichnung vom letzten Webinar drin und auch nochmal eine Zusammenfassung. Und nachdem ich gemerkt habe, dass so die Teilnehmer vom letzten Mal sehr stark in Resonanz damit gegangen sind, habe ich mir gedacht, dass wir das Thema Empfangen nochmal vertiefen. Denn mir fällt ganz stark auf, bei Klientinnen, bei mir selbst natürlich auch, ich arbeite täglich an mir selbst, an meinem Mindset, an meiner Energie, dass das Thema Empfangen meines Erachtens das Wichtigste ist, wenn du das anziehen möchtest, was du dir wünschst, egal ob das Wunschkunden sind, ob das Geld ist, ob das die richtigen Kooperationspartner sind oder gar der Traumpartner, wenn du noch Single bist. Oder auch eben genau die Dinge in dein Leben ziehst, wenn deine Beziehung noch nicht so läuft, wie du sie gerne hättest. Habt ihr Lust auf das Thema? Schreibt mal was rein. Däumchen hoch und Herzchen. Aber ich gehe mal davon aus, sind ja ganz viele da. Schön. Worum geht es denn überhaupt, wenn ich über Empfangen spreche? Lasst uns mal diesen Begriff klären. Die Gisela Maria schreibt sehr gerne. Schön. Was ist Empfangen für mich? Was verbirgt sich hinter dem Begriff? Und zwar geht es darum, dass du alles annimmst, ohne es zu bewerten. Also alles, was da kommt und wirklich alles. Ja, da stellt es wahrscheinlich jetzt einigen von euch die Haare auf. Wirklich alles, auch die Dinge, von denen du wahrscheinlich denkst, oh, das will ich doch gar nicht empfangen, das mag ich nicht. Aber sobald du etwas nicht empfängst, nicht annimmst, ja, schneidest du deine Energie davon ab. Und ich mache einen Unterschied zwischen dem Nicht-Aufnehmen von etwas und dem Annehmen. Annehmen ist, dass du die Energie von etwas durch dich durchfließen lässt und dadurch durchlässig bist und wirklich auch empfangsbereit. Aufnehmen heißt, dass du mit der Energie, die auf dich zukommt, auch wirklich etwas machst. Also du nimmst praktisch den Ball auf und ja, triffst jetzt eine Wahl, was du damit tust. Du kannst aber genauso auch die Wahl treffen, gar nichts damit zu machen und dadurch fließt die Energie durch dich durch. Du kannst das beobachten bei Menschen, die viele, viele Dinge nicht mögen. Die haben oft ganz wenig Energie. Kennst du sowas? Kennt ihr sowas? Schreibt es gerne mal rein. Kennt ihr solche Menschen, die recht energielos sind, die immer schwerfällig sind? Und das sind oft auch diese Menschen, die nörgeln, die sich beklagen, die negativ sind und die alles da draußen bewerten. Das macht man nicht und das geht nicht. Oder auch im positiven Sinne, oh, das ist ganz toll und überbewerten die Dinge auch. Das sind oft Menschen, die sich eben von den Dingen, die sie empfangen könnten, abschneiden. Gisela schreibt auf jeden Fall, was sagt ihr im Facebook dazu? Es ist ein bisschen zeitversetzt, die Kommentare im Facebook kommen immer ein bisschen später. Und macht aber nichts, ich gehe trotzdem drauf ein. Ich lunze immer mal auf die Seite. Es gibt noch ein zweites Beispiel, zum Beispiel, wenn es Menschen schlecht geht, wenn sie zum Beispiel depressiv sind und traurig sind, dann heißt das noch lange nicht, wenn du es wahrnimmst beim anderen, dass du damit etwas machen musst. Und wir haben hier ganz, ganz viele Helferlein, Menschen in therapeutischen oder in beratenden Berufen, in Helferberufen, die neigen ganz schnell dazu, reinzuspringen, wenn jemand sagt, ach, es geht mir nicht gut, oder sich jemand beklagt, oder man spürt es sogar. Also man spürt einfach die Energie, ohne dass es der Mensch aussprechen muss, dass es ihm gerade nicht gut geht. Und wir eilen immer ganz schnell zu Hilfe. Kennt ihr das?
Was wäre, wenn du gar nichts damit anfängst? Wenn du es annimmst, also wenn du es empfängst als Wahrnehmung, du nimmst es nur wahr, dass es dem anderen nicht gut geht, aber du machst erstmal nichts. Was passiert dann, ihr Lieben? Habt ihr eine Idee dazu? Ulrike, sehr bekannt. Mhm. Was passiert, wenn ihr den anderen lasst und gar nichts damit macht? Hallo, schön, dass ihr da seid. Barbara ist da, Andrea, Silvia, Astrid. Schön. Auch ein paar ältere Gesichter. Ja. Keine älteren Gesichter, aber jetzt Gesichter, die ich lange nicht gesehen und gehört habe. Es bleibt neutral, richtig? Und durch dieses Neutralbleiben öffnet ihr dem anderen den Raum, dass er auch auf euch zukommen kann. Zum einen kann er sich besser fühlen, weil ihr gar keine Wertung drauf habt, weil ihr keine Ladung drauf gebt. Und er kann euch fragen, ob ihr ihm helft. Und dadurch fühlt er sich schon viel besser. Er fühlt sich ermächtigt. Er fühlt sich mehr in seiner eigenen Kraft, weil ihr nicht sofort herbeieilt und nehmt ihm die Möglichkeit. Beobachtet das gerne mal im Alltag. Ulrike schreibt, damit reflektiert das Gegenüber und merkt selber, was er macht. Das erlaubt ihm, eine Antwort zu finden. Genau, das meine ich mit Ermächtigung, Ulrike. Schön. Diejenigen Menschen, die beschlossen haben, etwas nicht zu empfangen, verschließen sich den Kanal zum Geld, zu den Kunden, die sie sich wünschen, aber auch zu den Dingen, die überhaupt in ihrem Leben sein sollten. Und was heißt denn jetzt eigentlich empfangen? Empfangen heißt, wenn du es mal üben möchtest, ist die Barrieren runterzufahren. Also bildlich. Du musst gar nicht genau wissen, wie es geht, aber versuch es einfach mal, mach es gerne mal mit und fahrt mal die Barrieren runter. Also stellt euch einfach vor, ihr habt da eine Mauer aufgebaut oder einen Schutz aufgebaut. Vielleicht ist es auch eine imaginäre Linie und ihr fahrt diese Barrieren runter. Noch weiter runter. Noch weiter runter. Und noch weiter runter. Wow, spürt ihr, was passiert? Schreibt es mir mal in den Chat, wie es euch geht. Was passiert, wenn ihr die Barrieren runterfahrt? Hallo Susanne, schön, dass du da bist. Was passiert, wenn ihr die Barrieren runterfahrt? Es fühlt sich frei an, genau. Der Raum öffnet sich, genau. Spürt ihr noch was? Was spürt ihr in eurem Herzen? Offenheit. Mhm. Leicht und befreiend, schreibt Nadine. Offenheit schreibt Gisela, es wird größer. Genau. Ihr werdet verletzlicher. Ihr spürt es, spürt ihr auch jetzt gerade der Raum, der sich hier in unserer Gruppe aufmacht, egal ob ihr auf Zoom seid oder auf Facebook. Ihr werdet im Herzen berührt, dadurch, dass ihr euer Herz aufmacht. Und durch diese Verletzlichkeit und diese Offenheit, das ist der beste Schutz überhaupt, klingt vielleicht paradox, aber das ist der beste Schutz, denn ihr habt mehr Gewahrsein, ihr seid bewusster und nehmt dadurch viel schneller und noch viel sensibler und sensitiver wahr, diese kleinen Unstimmigkeiten, und könnt sofort eine Wahl treffen, was ihr damit macht. Und könnt auch diese Energie von Dingen, die ihr früher vielleicht nicht empfangen wolltet, durch euch durchfließen lassen, mit dem Bewusstsein, dass ihr jetzt nichts damit machen müsst. Wenn ihr Lust habt, etwas damit zu machen und wirklich bewusst diese Wahl trefft, dann zieht es aber auch wirklich durch und seid offen dafür, was passiert und welche Wunder geschehen können, welche Magie passiert.
Und ein anderer Aspekt, den habt ihr wahrscheinlich auch gerade wahrgenommen, ist, dass es viel leichter geht. Also es ist viel leichter, mit Barrieren, die unten sind, durchs Leben zu gehen, als ständig im Kampfmodus, oder? Nadine schreibt, Liebe. Patricia, aus der Härte in die Weichheit. Ganz genau, das davon spreche ich. Also, und wir Frauen, wir dürfen da noch viel mehr reinkommen, in diese Weichheit, in diese Sanftheit, in diese weibliche Kraft, die wir haben. Denn wir versuchen ja oft, wie gerade wenn es ums Business geht, das erlebe ich jeden Tag. Ich erlebe das in meiner Mastermind, ich erlebe das zu Hause, ich erlebe das bei mir selber. Ich bin selber nicht frei davon, dass ich oft in diese stark männliche Rolle verfalle, gerade wenn wir Dinge vorantreiben wollen. Und genau da, also wenn du morgens zum Beispiel schon beginnst und aufstehst und sagst, hey, ich lasse jetzt meine Barrieren runter. Du gehst ganz anders durch den Tag, viel liebevoller, viel freundlicher. Und auch weniger ins Bewerten. Aufs Bewerten kommen wir gleich. Wie kannst du Empfangen üben? Oder lass mich nochmal fragen, habt ihr eine Frage dazu? Oder ist es klar? Eigentlich ist es eine sehr einfache, aber effektive Methode zu empfangen. Habt ihr eine Frage dazu? Oder ein konkretes Beispiel? Ich gehe gerne darauf ein, bevor wir ans Empfangen üben gehen. Also noch mehr üben, oder ich gebe euch ein paar Tipps, wie ihr das Empfangen üben könnt. Hallo Ines, hallo Einke, schön, dass du da bist. Keine Fragen? Dann gehe ich weiter. Derjenige, der hauptsächlich empfängt, ist euer Körper. Und wenn ihr euren Körper auf den Empfang vorbereiten möchtet, dann dürft ihr ihm Gutes tun. Und was fällt euch denn ein, was ihr eurem Körper alles Gutes tun könnt? Denn das Geld, die Kunden, der Traumpartner folgt der Freude. Und da, wo der Körper Freude empfindet, ne, je mehr Freude du empfindest, umso mehr folgt die Energie von deinen potenziellen Kunden auch auf dieser Frequenz. Was fällt euch ein? Was könnt ihr eurem Körper Gutes tun, um auf Empfang zu sein? Ätherische Öle, Yoga-Praxis am Morgen, frische Blumen, ganz genau. Ach, wie oft wir das vergessen, ne? Das dient eurem Geldfluss, das lädt Kunden ein. Wenn ihr euch erfreut, wenn ihr in der Freude seid, dann weiß auch das Geld, wo es hinfließen darf. Was fällt euch noch ein? Macht mal mit. Das ist so ein schönes Thema. Singen, tönen, tanzen, schreibt die Ines. Ja, genau. Lebenslust, Lebensfreude, Leben. Das mag euer Körper. Leckerer Tee, Gläschen Champagner. Ganz genau. Schaumbad bei Kerzenschein. Ja, das liebe ich auch. Meditation, schreibt die Claudia. Sehr schön, sehr, sehr schön. Ganz genau, ihr seid da schon gut unterwegs und ich denke mal, ihr wisst das auch, Lächeln. Oh, Barbara, genau. Denn was passiert beim Lächeln, Barbara? Beschreib's mal. Was passiert, wenn du lächelst? Was passiert mit deinem Gehirn, wenn du lächelst? Du weißt das, was, du bist vom Fach. Beschreib's mal. Claudia schreibt, einfach mal lachen. Schaut, was ihr für eine schöne Synchronizität habt. Zwischen Zoom und Facebook. Einfach mal lachen, richtig. Und auch mal, wenn dir gerade gar nicht danach ist, du kannst dich selbst, du kannst deinen Körper austricksen. Während ihr die Antwort schreibt, die Barbara vielleicht auch, den Namen sehe ich nicht ganz, Christine, glaube ich. Christine Rudolf, genau. Weiblichkeit, Leben in aller Fülle, richtig. Während ihr das zusammenfasst, beschreibe ich euch mal, wie ich morgens durch den Tag gehe. Also mir geht es so, dass ich morgens, wenn ich aufstehe, schon mal tanze im Bad. Einige, die das schon gehört haben, die hören das heute zum zigsten Mal. Ich fahre meine Barrieren runter, steige aus meinem Bett aus, gehe ins Bad und tanze schon im Bad und habe ein leichtes Lied auf den Lippen. Du gehst ganz anders durch die Welt mit dieser Intention. Und danach
trinke ich meinen Tee und auf den freue ich mich so sehr. Und das ist ein gesunder Tee. Das ist kein Kaffee, sondern es ist ein richtig leckerer Tee und der ist auch nicht der billigste. Der ist aus dem Bioladen und der schmeckt köstlich. Oder ich mache mir meinen Selleriesaft und zwar frisch gepresst mit meiner Fruchtsaftzentrifuge, mit meinem Entsafter und weiß, dass ich das Erste, was mein Körper am Morgen bekommt, ist schon mal gesund. Und ja, das schmeckt vielleicht nicht ganz so toll, aber man gewöhnt sich dran. Selleriesaft reinigt schon mal deinen Kanal in deinem Körper. Er reinigt im wahrsten Sinne des Wortes auch deinen Darm, dass du so schon mehr Energie bekommst. Und danach setze ich mich hin zu einer Meditation, verbinde mich mit meinem höheren Selbst, mache die ABC-Übung. Für diejenigen, die es noch nicht wissen, wie die ABC-Übung geht, könnt ihr gerne in einem früheren Webinar nachschauen, auch in dem, das ich heute erwähnt habe. Ich verbinde mich mit meinem höheren Selbst und ich habe dann das Gefühl, wow, okay, ich habe meinen Körper ausgerichtet, schon mal, indem ich ihm was Gutes getan habe, meditiere, dadurch entspannt sich mein Körper, schreibe mein Journal, schreibe auch rein, was ich alles empfangen möchte. Und nachdem ich mein Journal geschrieben habe, mache ich Yoga oder Qigong. Also auf jeden Fall irgendetwas Streckendes für meine Wirbelsäule, weil du nach der Nacht einfach verlegen bist und dass auch schön der Sauerstoff durch all meine Zellen fließen kann. Das ist schon mal mein Geschenk für meinen Körper am Morgen. Wenn ich dann frühstücke, dann gebe ich meinem Körper frische Früchte aus. Gut. Da seid ihr jetzt vielleicht ein bisschen neidisch, das dürft ihr gerne sein. Frische Avocado vom Baum im Garten, Mango, wir haben Granatapfel, wir haben frische Feigen im Garten. Das ist wunderschön, wenn du ortsunabhängig arbeitest. Du hast die Möglichkeit, dich so zu ernähren, wie du magst. Daraus besteht mein Frühstück, ne? Ein Fruchtsalat oder ein Smoothie. Ihr glaubt gar nicht, wie wohl das meinem Körper tut. Und diejenigen von euch, die sich auch gesund ernähren, die werden das bestätigen, dass du durch eine grüne Ernährung, durch eine gesunde Ernährung viel mehr Energie hast. Und das realisieren auch alle Dinge im Außen, die du gerne empfangen möchtest. Aha, da hat sie Freude. Und wenn du dich dann noch dafür anerkennst, aufs Anerkennen kommen wir dann auch gleich noch, dann spürt das Universum, aha, davon möchte sie noch mehr. Also wenn du dich darüber freust, dein Essen zum Beispiel segnest, wenn du dafür dankbar bist, dann wertest du es nicht, schlingst es auch nicht schnell in dich hinein, sondern du würdigst auch diesen Augenblick, wenn du es zu dir nimmst. Das macht dem Körper Freude. Gut, dann habe ich natürlich auch ein bisschen was am Schreibtisch zu tun. Da ist der Körper erstmal nicht so beteiligt, aber ich schaue auch, welche frischen Gedanken nehme ich auf. Also was möchte ich denken? Ich habe hier meine Post-its. Unter meinem Wasserglas, habe ich hier ein Post-it, es fließt. Und heute fließt es richtig toll. Ich habe mein Wasser damit informiert, dass heute alles fließt, weil heute Morgen, das habt ihr mitbekommen, meine Automation nicht so ganz hingehauen hat, als ich euch eingeladen habe hier zum Webinar. Und danach habe ich mir gedacht, okay, wie kann es jetzt noch besser werden? Aha, ich möchte, dass es fließt. Also habe ich mich darauf programmiert. Und schon ging mir alles dann im Laufe des Tages leichter von der Hand und ich konnte auch Lösungen empfangen. Ja, beim Empfangen geht es auch um Lösungen. Wenn du dich, gehen wir nochmal zu diesem Beispiel. Heute Morgen nach meinem Morgenritual ist mir aufgefallen, dass die Automation nicht hingehauen hat, ne? Dass die E-Mail an die ganze Liste gegangen ist, die eigentlich Kunden hätten bekommen sollen. Was habe ich gemacht? Ich war mal ganz kurz in der Bewertung, dachte mir, oh, schon wieder, das kann ja wohl nicht wahr sein. Habe an meine Assistentin gedacht, die die Kampagne nicht nochmal überprüft hat. Das wäre eigentlich ihre Aufgabe gewesen. Und bin aber sehr schnell, weil ich mich kenne, aus dieser Bewertung rausgegangen und habe mich gefragt, okay, das ist jetzt passiert. Was ist das eigentlich? Was ist eigentlich dahinter, hinter dem Problem? Und ich habe mir gedacht, okay, eigentlich wollte ich diesen Reminder sowieso abschaffen, denn ich werde in meiner Traumbusiness-Gruppe, der dieser Post galt, sowieso jetzt alle 14 Tage einen Live-Call anbieten und keinen Q&A-Call mehr. Das heißt, ich brauche keinen Reminder mehr.
da brauche ich mich gar nicht drüber aufregen. Das war sowieso das letzte Mal und es war nochmal ein Zeichen vom Universum, dass ich das nicht brauche. Ich habe mich gefragt, was kann in der Situation jetzt noch besser werden? Also einmal ablegen ins Archiv, ist gegessen, muss nicht mehr passieren, brauchen wir nicht mehr. Und habe auch eine Entscheidung, eine wichtige Entscheidung getroffen. Da gibt es jetzt eine Veränderung in meinem Team. Ihr könnt den Gedanken weiterspinnen, dann wisst ihr, was ich meine. Und mit dieser Entscheidung, die ich getroffen habe, also ich habe das genommen, aber nicht lange bei mir aufgenommen, auch nicht diese negative Energie und die Bewertung, die ich so von mir über mich hatte. Andrea, warum hast du es nicht selbst nochmal kontrolliert zum Beispiel? Hätte ich machen können. Habe ich aber nicht, sondern ich habe sofort in Lösung gedacht. Wie kann das jetzt noch besser werden? Indem ich diese Frage gestellt habe. Und schon war ich wieder empfangsbereit für eine Lösung. Und sehr schnell ist mir eingefallen, ach, ich schicke jetzt einfach, ich stelle den neuen Link in die Gruppe, ich schreibe schnell eine Entschuldigungs-Mail an euch raus. Und das hat super schnell funktioniert, ohne dass ich lange in der Wut war oder im Ärger. Denn ich wusste, ich habe noch sehr, 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 sehr viel zu erledigen heute. Und mein Körper hat sich total entspannt, um wieder auf den Körper zu sprechen zu kommen. Wenn ich an den Körper denke, dann denke ich auch, wenn es ums Empfangen geht, an die schöne Kleidung, dass du dir schöne, schöne Kleider gönnst, dass du dir eine Massage gönnst. Einige haben es schon geschrieben, ein Schaumbad, ein richtig schönes Bad, auch mit einem tollen Duft, mit ätherischen Ölen. Dass du es dir richtig nett machst mit Kerzenschein. Das ist wunderbar. Da kannst du so richtig die Königin in dir zelebrieren. Was auch dazu gehört, ist, dass du deinem Körper Bewegung gibst, dass du barfuß am Strand spazieren gehst, wie ich zum Beispiel. Wenn du in Deutschland bist, geh morgens mit dem Hund raus und das mit Freude und nicht mit der Bewertung, oh, ich muss jetzt wieder mit dem Köter raus. Ne? Sowas habe ich auch schon gehört. Dann hat der Hund keine Freude und du auch nicht. Und was fällt euch noch ein, wenn ihr an Bewegung denkt? Ne, spinnt das mal für euch weiter. Schaut mal, ob ihr eurem Körper schon genügend Bewegung gebt, das, was er gerade braucht. Und wenn ihr nicht wisst, beziehungsweise wenn ihr das Gefühl habt, ja, ich gönne dem aber zu wenig oder ich habe nicht die Zeit dafür, dann fragt euch, seid in der Frage, lieber Körper, was brauchst du jetzt und was kann ich dir sofort liefern? Ja, was brauchst du jetzt? Und manchmal ist es vielleicht nur mal ein Aufstehen und ein Regeln, mal eine kurze Qigong-Übung für 2 Minuten, wenn ihr sie kennt, oder eine Yoga-Haltung oder eine Blitzmeditation oder die ABC-Übung und schon seid ihr wieder in eurer Mitte, wenn jetzt gerade nicht der Spaziergang nach der Mittagspause möglich ist. Also ihr könnt die Frage stellen, Körper, was möchtest du? Vielleicht auch, Körper, wen möchtest du? Das ist jetzt mal sehr provokativ. Auch das gehört zum Empfangen, wenn wir an den Traumpartner denken. Körper, wen möchtest du? Frag deinen Körper. Und was möchtest du essen? Und dann schau auch, fühlt sich das, wenn du an das Essen denkst, bekommst du ein Ja oder ein Nein? Und dann folge bitte auch dem Ja. Oder dem leichteren Gefühl, was deinem Körper leichter fällt. Habt ihr dazu Fragen zum Thema Körper? Wie du mit dem Körper empfängst und wie du ihn aufs Empfangen ausrichtest? Ich denke mal, das war ziemlich klar. Aber gerne könnt ihr noch was kommentieren. Barbara schreibt, Arme hoch und öffnen, mit erhobenem Kopf draußen laufen, Augen auf und wahrnehmen. Sehr schön. Genau. Sehr, sehr schön. Ja, dann kommen wir doch zum nächsten Thema. Was euch abhält, richtig zu empfangen? Ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, das sind die Bewertungen. Bewertungen sind Ansichten, die wir haben. Und wenn wir zum Beispiel mal an das Thema Geld denken, dann könnt ihr euch mal hinterfragen, was ihr über Geld denkt. Und hinterfragt mal, ist da eine Ladung drauf? Hängt da eine Emotion mit dran, die euch dient oder die euch nicht dient? Welche Bewertungen habt ihr zum Thema Geld? Hm?
Ulrike, hihi, jetzt hat mein Körper offensichtlich Durst. Na dann ab in die Küche, hol dir was zu trinken. Geld ist Energie, ganz genau. Eine schöne neutrale Wahrnehmung oder ein Bewusstsein, Claudia. Das ist kein, ne? Stimmt? Das ist keine Bewertung. Geld bedeutet Freiheit. Sehr schön. Ihr seid sehr bewusst, ihr Lieben. Entdeckt ihr bei euch noch eine Bewertung hinsichtlich Geld? Zum Beispiel Geld stinkt oder ich darf nicht so viel verdienen oder das zahlen meine Kunden sowieso nicht. Ich hatte heute eine Kundin im Coaching, die meinte, ich weiß genau, dass die das Geld nicht dafür haben. Und ich habe gesagt, okay, das ist aber eine interessante Ansicht, die du da drüber hast, dass deine Kundinnen nicht das Geld haben für deinen Kurs. Damit nimmst du ihnen die Möglichkeit, und jetzt komme ich schon auf die Lösung, du nimmst ihnen die Möglichkeit, überhaupt bei dir etwas zu buchen, wenn du sagst, meine Kundin hat das Geld nicht. Woher will sie das wissen? Christine schreibt, ich habe keine negativen Bewertungen. Sehr, sehr gut. Ich bin Gerda, weiß nicht, warum du meinen Namen nicht siehst. Das Ganze wird abgeschnitten bei mir im Chat. Ich habe den Chat nicht ganz so weit auseinander. Der ist so ein bisschen auf Zoom etwas im engen Kästchen. Nur positive, Christine, das ist klasse. Claudia Schenker, ich denke in Fülle. Klasse. Du denkst in Fülle oder bist du Fülle, Claudia? In Fülle denken ist schon eine sehr gute Sache. Du kannst auch sagen, ich bin Fülle. Das ist dann nochmal eine Stufe höher. Worauf möchte ich hinaus? Bewertungen sind meines Erachtens die krassesten Killer, die dich davon abhalten, dass das Geld zu dir fließen kann, dass die Kooperationspartner mit dir arbeiten können. Dass Kunden überhaupt zu dir kommen können, dass sie dich überhaupt wahrnehmen, wenn du ganz, ganz viele Bewertungen über sie hast. Die Dinge im Außen zu erkennen, was du negativ bewertest oder auch positiv bewertest. Also es geht auch um das, dass du Dinge auf einen Podest stellst, wo es eigentlich nicht hingehört. Na, und wenn du einfach nur die Dinge wahrnimmst, dann kann dir wirklich diese ganze Energie von außen durch dich fließen. Und ich nenne euch mal noch ein Beispiel, was zeigt, wenn du Leichtigkeit mit Geld hast, also wenn du sehr, sehr viel Geld verdienst. Mir geht es hier auf der Insel oft so. Auf der Insel leben viele Aussteiger von Deutschland, aus den deutschsprachigen Ländern. Und ich habe am Anfang nie meine Preise genannt. Ich habe nicht über mein Business gesprochen, weil ich dazugehören wollte. Weil ich habe gemerkt, dass sie Bewertungen haben gegenüber einer Unternehmerin, die gutes Geld verdient und die auch fleißig ist, die ihren Job macht. Und aus Angst, dass sie mich beneiden könnten, aus Angst, dass sie mich bewerten könnten, hey, die ist aber dreist oder die ist, also ihr könnt euch vorstellen, wie man, vielleicht entdeckst du das sogar bei dir selbst, dass du, und ich habe das auch gehabt, ganz, ganz stark. Deshalb bin ich auch in Resonanz mit Neidern gegangen. Ich hatte auch meinen Neid. Wenn ich gesehen habe, wie leicht es manchen Menschen fällt, die Millionäre sind, wie sie mit Leichtigkeit Geld empfangen, dachte mir, hey, das kann doch nicht so einfach gehen. Man kann doch nicht einfach nur in seiner Facebook-Gruppe einen Post machen, wo man die Bankverbindung reinschreibt und sagt, hey, buch mein Programm. Wenn du es nicht machst, bist du selber schuld. Das ist eine Bewertung. Ja? Und wenn andere Menschen ein Problem damit haben, dass du Geld mit Leichtigkeit verdienst, dann darfst du auch diese Bewertungen durch dich durchlaufen lassen. Also auch da Barrieren runter, empfangen, annehmen. Das ist das Geheimnis und das ist das, was so, so vielen schwerfällt. Kennt ihr das? Bewertungen wirklich anzunehmen, wenn jemand über dich richtet, wenn jemand sagt, das Mentoring, das passt mir aber nicht. Ich habe mir das anders vorgestellt. Ich habe ganz andere Erwartungen und ich will aber das jetzt und das,
das ist nicht gut, was du da jetzt gerade mit mir machst, zum Beispiel, ne? Solche Beispiele gibt es auch. Oder wenn ich Bewertungen gegenüber meinem Partner habe, dabei habe ich mich in den letzten Wochen erwischt, dass ich mir dachte, Adriano könnte mir noch mehr beitragen für mein Business und warum hilft er mir in diesem Fall nicht? Und habe mich dadurch abgeschnitten von ihm. Also du trennst dich praktisch von dem Fluss oder von der Lösung, von der Energie, die zu dir fließen kann. Und du dadurch, ich bringe mal noch den Satz zu Ende, gerade in der Co-Kreation mit Kooperationspartnern, egal ob das jetzt in der Partnerschaft ist, in der Liebespartnerschaft oder im Business, wenn du Bewertungen hast, zum Beispiel, warum passiert das der Assistentin schon wieder, dieser Fehler, die ist unfähig, ja, dann gibt es auch keine Möglichkeit der Entschuldigung, es gibt keine Möglichkeit, einen Raum zu öffnen, um eine Lösung herbeizuführen. Und das Schöne ist, die gute Botschaft ist, dass du diese Bewertung einfach durch dich durchfließen lassen kannst und mit denen nichts machen musst. Es geht nur um Wahrnehmen. Aha, das ist ja aber eine interessante Ansicht, die Kundin gerade über mich hat, wenn sie meint, in dem Mentoring müsste etwas anderes passieren. Oder es ist eine interessante Ansicht, die ich habe, dass Adriano zum Beispiel mir in der Technik nicht helfen kann, weil er kein Deutsch spricht. Was wird es mit ihm machen? Er wird keine Lust haben, mit mir zu arbeiten, weil ich voll im Widerstand bin. Wir hatten heute so ein Gespräch. Er wollte mir gerne helfen mit Active Campaign. Er hat gesagt, ja, aber du verstehst das doch nicht, was da in diesen Newslettern steht. Das ist doch alles in Deutsch. Und er meinte, ja was denn, ich kann es doch mit Google Translator übersetzen. Es geht doch hier nur um die Technik, dass die nicht funktioniert. Und ich würde dich gerne dabei unterstützen. Merkt ihr was? Es wird viel leichter, wenn wir uns dafür öffnen und gar keine Erwartungen oder Einschränkungen haben. Christine schreibt, das kenne ich aus Angst, dass nie von außen kommen könnte, wenn ich mich zeige. Dass nie von außen kommen könnte, wenn ich mich zeige. Neid, entschuldige, du hast es noch drunter geschrieben, ja, ganz genau. Also dieses Problem haben ganz viele Heilerinnen, die auch noch eine tiefe Angst in sich sitzen haben aufgrund von Erfahrungen aus früheren Leben, die auf Scheiterhaufen verbrannt wurden, die gesteinigt wurden, was auch immer, aber auch aus diesem Leben. Ich habe mich erinnert an meine Schulzeit, wenn ich vor meine Klasse treten musste und musste einen Kurzvortrag halten. Und der Lehrer hat nur gesagt, hey, ne, hast dich aber heute nicht vorbereitet. Ist eine Wertung. Eigentlich ist es eine Wahrnehmung, aber ich hab's als Wertung wahrgenommen. Schon habe ich Angst, einen Fehler zu machen. Oder, Christine, sowas kennst du vielleicht auch aus der Schule. Mir ging es so, ich war eine sehr gute Schülerin in der Schule und ähnlich wie es mir hier auf der Insel passiert, ich war sehr erfolgreich auch in der Schule mit meinen Noten und meine Mitschüler haben gedacht, was für eine Streberin. Aber ich saß gar nicht zu Hause und habe ewig viel lernen müssen, sondern ich hatte eine starke Wahrnehmung und eine sehr hohe Auffassungsgabe, dass mir die Dinge einfach zugefallen sind. Aber als Kind möchtest du dazugehören. Jeder von uns Menschen möchte, das ist einer der Lebensgesetze. Wir wollen zur Community dazugehören. Wir wollen nicht ausgegrenzt werden. Und deshalb haben wir so eine Angst vor Neid. Na? Genau. Und diese Angst, sich zu zeigen, die ist so wichtig zu bewältigen, wenn du ein Online-Business hast. Da kann man mal reinschauen, Christine. Wenn du möchtest, kannst du gerne bei mir mal eine Energiesession buchen, um mal zu schauen, wie du diese Angst lösen kannst für dich. Ich habe da ganz tolle Tools, es gibt ganz tolle Möglichkeiten dafür. Jetzt schaue ich nochmal in den Chat auf der anderen Seite. Barbara, wenn ich also sage, das zahlt keiner, ist das aber auch manchmal realistisch? Ist das aber auch manchmal realistisch? Ich habe es erst letzte Woche erlebt, dass eine Klientin de facto im Erstgespräch, als ich sie einchecken wollte, gesagt hat, ich habe das Geld nicht, Andrea, aber ich weiß, wie ich es beschaffen kann. Also du weißt wirklich nie, wie viel Geld
wie viel Geld die Menschen haben, beziehungsweise was sie für eine Kraft aufbringen, um in sich zu investieren. Wenn jemand wirklich, wirklich entschlossen ist, Barbara, dass er bei dir buchen möchte und er weiß ganz genau, er ist total überzeugt von deiner Leistung und er weiß, welches Resultat er von dir bekommt, dann bringt er alles dafür auf, dass er sich das realisieren kann. Und ich habe auch lange geglaubt, weil ich immer, und das, den Fall hatte ich heute mit einer Klientin, die im Traumbusiness-Programm gerade ist. Die ist noch ganz am Anfang. Wir arbeiten gerade am Money Mindset. Und sie sagte auch, ich sehe mich in diese Lage versetzt, wo ich stand am Anfang, als ich mein Business gestartet habe. Da war ich froh, dass ich von der Bank einen Kredit bekommen habe. Ich hatte keine Freunde, die ich fragen kann. Und von genau aus dieser Position heraus mache ich meine Preise. Aber das ist fatal, denn du schneidest dich ja von der restlichen Welt ab, die wirklich Geld hat und vielleicht auch eine Erbtante hat. Ich habe eine Kundin, die hat zum Beispiel sehr, sehr früh ihren Vater verloren. Der Vater war Millionär. Sie hat wiederum das Problem, dass sie ihre Schöpferkraft, ihr Potenzial nicht auf die Straße bringt, weil sie immer denkt, sie kann es nicht, denn sie kriegt ja eh das Geld vom Papa, weil sie selbst die Erfahrung nicht machen kann. Also es ist so, manchmal so diffus und so verstrickt, wo das Geld herkommen kann, beziehungsweise was für Gründe Menschen haben und sich für Geschichten erzählen, dass sie kein Geld haben. Dass ich sage, nein, also es geht dich, um es kurz zu sagen, das hat mir meine Mentorin gesagt, es geht dich überhaupt nichts an, was deine Kunden für Geldthemen haben. Gar nicht. Ja? Und wenn du da in einer lockeren, zurückgelehnten Haltung bist und sagst, das ist mein Preis und du weißt, was du wert bist, Barbara, und du hast schon einen guten Stundensatz, das weiß ich, und du bist in dieser vollen Überzeugung, dass du diesen Menschen dir gegenüber das Problem lösen kannst, dann wird der zahlen. Es ist keine Frage des Geldes, es ist eine Frage der Resultate deiner Transformation. Ja? Und diese Mohrrübe deiner Transformation, die darfst du ihm vor die Nase halten. Ulrike, leider gibt es bei vielen diese Konditionierungen und sie erschweren das Sein. Das erstmal zu erkennen ist Gold wert. Richtig, und da fängt deine Arbeit an, Ulrike. Mhm. Ihnen klarzumachen, dass sie überhaupt konditioniert sind, also dass wir überhaupt diese, woher kommen die Bewertungen? Die nächste Frage, die du dir stellen kannst, ist, wenn du die Bewertung bei dir erkennst, dass du sagst, wow, na da habe ich ja eine Ansicht. Was ist denn das eigentlich? Frag danach, was ist das? Und frag, gehört das wirklich zu mir? Ist das meins? Denn oft übernehmen wir die Glaubenssätze von anderen. Ja, es geht dir nichts an, Barbara. Du kannst deinem Kunden helfen, wenn er sagt, oh, puh, das ist aber jetzt eine Investition, wow. Okay, das kann ich wahrscheinlich nicht auf einmal zahlen. Dann kannst du ihm vielleicht helfen, mit einer Finanzierung entgegenzukommen. Das wäre eine Möglichkeit. Oder ihn zu coachen, wie er das Geld beschaffen kann. Dass du ihm möglich, mach auch wieder genau das, wie ich am Anfang gesagt habe, dem anderen geht's gerade schlecht, weil ihr kennt das, wenn du so das Gefühl hast, du willst das unbedingt, aber Mist, ich bin jetzt hier im Dilemma, ich stecke hier gerade fest, ich habe das Geld gerade nicht, dann fühlst du dich auch schlecht in dem Moment. Eröffne ihm den Raum, mach damit gar nichts. Wenn du jetzt anfängst, ihn zu überreden, ja, dann geht er zurück und macht und wird wahrscheinlich einen Widerstand aufbauen. Wenn du aber sagst, wie kann ich dir ein Beitrag sein, dass wir eine Lösung finden, dass du dir das Geld beschaffen kannst, dann ist das schon so, sind das schon die ersten 5% von deinem Coaching. Da fängt der Prozess schon an. Christine, ah ja, genau, wir haben am 9. unser Strategiegespräch. Du, ich hab gerade so viele Strategiegespräche, dass ich gar keinen Überblick mehr habe, wer alles eingebucht hat, weil sich da die Juliane drum kümmert. Genau. Ja, da freue ich mich, Christine. Dann gehen wir es an. Dann schauen wir gleich die Angst an. Bewertungen. Habt ihr Fragen zu den Bewertungen? Meine Lieblingsantwort, wenn ich es bei mir erkenne, ist, oh,
Da habe ich aber eine interessante Ansicht, dass ich diese Ansicht habe. Merkt ihr das? Das ist total neutral. Und wenn ich merke, es gehört nicht zu mir, es ist nicht meins, der Glaubenssatz, wenn ich so meine Mutter reden höre oder wenn ich nur spüre, es ist nicht meins, dann sage ich, ich gebe es zurück zum Absender. Ich nehme es nicht auf. Ne? Du nimmst zwar die Energie an, aber ich nehme den Ball nicht auf und mache jetzt was damit, sondern ich spiele den wieder zurück zum Absender. Und da kann es auch bleiben. Und wenn du das machst, das können wir gerne mal schnell machen in der Übung, nimm dir mal was her, von dem du das Gefühl hast, das ist ein Satz meiner Mutter oder von meinem Vater oder vom Onkel oder vom Lehrer oder von deinem Vorgesetzten, wenn du noch im Job bist und hast das Gefühl, das ist eigentlich nicht meins. Und gib's ihm mal zurück, was sich dann verändert. Spürt ihr den Unterschied? Schreibt mal den Unterschied rein, bitte. Ich habe das Funkeln statt Funktionieren zum Beispiel. Das rührt aus meiner Aschenputtel-Geschichte in meiner Familie her. Und als ich festgestellt habe, dass der Satz, ich muss hart arbeiten für mein Geld, dass der von meiner Mutter kommt und habe ihr diesen Rucksack, den sie mir auferlegt hat als Sportlehrerin, immer Leistung zu bringen und immer hart zu mir sein, als ich ihr den Rucksack zurückgeschickt habe, ich habe ihn ihr regelrecht wieder entgegengeworfen, boah, da bin ich erstmal in mich zusammengesackt. Also so wirklich, ich bin habe mich erstmal entspannen können und habe gemerkt, wie ich mich danach wieder aufrichte und wie es leicht wird. Ja, Ulrike, es macht auf und wir ganz leicht und weit. Schön. Hallo Anja, schön, dass du da bist. Liebe Grüße nach El Paso. Schön. Wo sind wir? Bei den Bewertungen. Habt ihr Fragen dazu? Keine Fragen? Hallo Petra, liebe Grüße in den Chiemgau. Und Heike ist auch wieder da. Schön. Und Andrea ist auch da. Klasse. Also um es nochmal zusammenzufassen, wenn du wirklich, wirklich reich sein willst, reich an allem, was du dir wünschst, ob das der Kerzenschein neben deiner Badewanne ist, ob das dein Liebster ist, den du dir sehnlich wünschst, weil du noch Single bist, ob du das Geld endlich empfangen möchtest, ob du mit wirklich den absoluten Wunschkunden, deine Traumkunden, die du dir bisher noch gar nicht vorstellen konntest, wenn du die alle empfangen möchtest, dann darfst du bereit sein, alles zu empfangen, auch die negativen Bewertungen von anderen Menschen, auch Dinge, die dir beigetragen werden, die dir zugetragen werden, die du vielleicht nicht haben möchtest, und lass es durch dich durchfließen. Ein weiterer Punkt ist, um wirklich noch mehr, also wenn du schon gut im Empfangen bist, aber noch mehr empfangen möchtest, ist, dass du dich anerkennst für die Dinge, die du schon gut gemacht hast. Ich spreche von der Dankbarkeit, ich spreche davon, dass du die kleinen Schritte würdigst, die so im Alltag passieren. Lass mich gerne mal meinen heutigen Tag durchgehen mit euch, wie ich das meine. Ich bin momentan selbst in einem Mentoring-Programm 3 Tage die Woche in meiner Mastermind morgens um 8. Und das Erste, was wir dort machen, ist immer anerkennen für das, was wir heute schon gut gemacht haben oder was gestern war. Warum ist das so wichtig? Weil wir vergessen, die Dinge zu würdigen. Und sobald wir vergessen, sie zu würdigen, das, was wir gut gemacht haben, kappen wir wieder die Energie und wir bekommen nicht mehr davon. Und morgens um 8 fit zu sein für eine Spanierin hier auf der Insel, das ist echt, für mich ist das echt eine Herausforderung. Ich muss mein Morgenritual auf 7 Uhr legen und dann wirklich präsent sein für 1,5 Stunden mit einer 12er Mastermind und auch Mindset-Arbeit mit mir machen lassen und aber auch ganz, ganz viel noch über Business-Aufbau zu lernen, weil ich auch wieder auf das nächste Level kommen möchte. Und der erste Schritt ist schon mal, dass ich mich anerkenne dafür, dass ich morgens präsent bin, dass ich dafür aufstehe, dass ich all die Dinge rundherum gebaut habe. Auch meine Kunden müssen jetzt ein bisschen später anfangen, mit mir zu arbeiten, weil ich morgens 3 Tage die Woche geblockt bin, ja, bis 10 Uhr.
Und ich erkenne mich dafür an, dass ich diese Motivation aufbringe. Also auch für die Dinge, die du zu 100% durchsetzen möchtest, darfst du 100% committed sein. Und ich bedanke mich für mein Essen, ne, was wir vorhin besprochen haben. Ich erkenne an, dass ich heute Yoga gemacht habe, heute Morgen. Ich erkenne an, dass ich Lisa nicht den Kopf abgerissen habe. Ich erkenne, sondern dass wir eine Lösung gefunden haben. Ich erkenne mich dafür an, wie ging es denn weiter heute? Ich habe heute durch meine Dankbarkeit eine neue Kundin angezogen. Die hat mir um 10.30 Uhr eine Nachricht geschickt. Ja, nee, sie hat mir während meiner Mastermind eine Messenger-Nachricht geschickt, dass sie gerne mit mir arbeiten möchte. Und ich dachte mir, wow, die kriege ich heute nicht mehr unter. Es war für sie aber so dringend und ich kenne diese Frau schon ein bisschen länger. Deshalb habe ich ihr auch schnell ein 20-Minuten-Gespräch eingeräumt und habe an meinem eigenen Empfangsmodus heute Morgen gearbeitet. Und was ist passiert? Sie hat sich innerhalb von 15 Minuten entschieden zu buchen, hat sofort Ja gesagt, okay, ich nehme den VIP-Tag bei dir in Anspruch. Ich möchte nächste Woche sofort loslegen und ich möchte nicht länger noch dich mit anderen Online-Marketern vergleichen, denn ich spüre, du bist genau auf meiner Frequenz. Das ist auch eine Energetikerin. Und das passiert, wenn du dich anerkennst für die Dinge. Das passiert, wenn du empfängst, wenn du bereit bist, auch alles zu empfangen. Ich hatte heute ein wunderschönes Check-in-Gespräch, nein, kein Check-in, ein vorbereitendes Gespräch für die Insel hier. Es kommt eine Kundin nächste Woche auf die Insel und sie wusste nicht, dass ich eine Trauma-Ausbildung gemacht habe letzte Woche. Das ist das Interessante. Und ich bin mit ihr nochmal ihr Ziel durchgegangen, was sie an dem VIP-Tag, ein 6-Stunden-Tag ist es, den wir aufsplitten in verschiedene Sessions an 3 verschiedenen Tagen hier auf der Insel, was sie sich wünscht. Und sie berichtet mir, Andrea, ich habe letzte Woche bei mir entdeckt, dass es noch ein tiefes Trauma gibt, was ich gerne mit dir bearbeiten möchte. Machst du sowas auch? Stellt euch das vor. Und mein Fokus war letzte Woche nur Traumatherapie, Traumaheilung, weil es auch so wichtig ist, um zu empfangen. Wenn wir noch in unseren alten Geschichten festhängen und ein nicht verarbeiteter Teil von uns ständig noch hier mitzutragen ist, ne, und der so richtig schwer geht, dass die Energie noch geblockt ist, dann kommen wir nicht in den Empfangsmodus. Und umso mehr habe ich mich gefreut und gesagt, klar, wir machen das und bin schon mit ihr durchgegangen, wie sie sich vorbereiten kann. Sie malt jetzt ein Bild zu ihrem Ziel zu Hause, bringt es mit, dass wir dann sofort effizient einsteigen können, denn 6 Stunden ist nicht viel. Aber ich bin mir sicher, innerhalb von 2 Stunden haben wir das gelöst und dann können wir die Strategie erarbeiten für ihr Business, denn sie kommt, um die Strategie für ihr Business aufzusetzen. Aber vorher muss das gelöst sein, dass sie empfangen kann, dass sie überhaupt offen ist und dass ihr überhaupt offen seid für die Dinge, die ihr in die Welt bringen wollt. Deshalb reite ich so viel auf diesem energetischen Marketing rum und auf dem Empfangen. Was war noch heute? Ich hatte ein Blitzmittagessen, das mir mein Herzblatt zubereitet hat, weil ich kaum Zeit hatte zum Essen. Ich wollte noch das Webinar ein bisschen vorbereiten für heute und hatte aber auch eine Kundin. Und die Kundin, mit der habe ich heute das erste Mal Traumaheilung per EMDR am Bildschirm gemacht. Ich war so glücklich, weil sie so gestrahlt hat. Sie war voller Energie, voller Glücksgefühle und hatte das Gefühl, wow, ich habe da gar nicht groß drüber nachgedacht, wow, mache ich das jetzt oder nicht? Es lag so auf der Hand und auch mit ihr ein fettes Trauma gelöst aus dem Alter von 4 Jahren. Als sie 4 Jahre alt war, hat sie festgestellt, wow, sie kommt einfach nicht auf ihre Positionierung, sie kommt nicht an ihren Kern heran, an ihre Essenz, weil dieses Trauma aus dem frühen Kindesalter noch dazwischen steht. Und das haben wir sehr, sehr schnell erkannt. Das war in 60 Minuten verarbeitet, ad acta gelegt und sie ist mit dem Satz raus, ich bin. Ihr wisst, was das bedeutet. Ich bin.
das Ich Bin zu fühlen. Sie hatte so schöne Glücksgefühle und ich spüre das bis hierher und arbeitet jetzt an ihrer Positionierung. Ganz fluffig. Ja, danach ist die Kundin eingecheckt, die neue Kundin. Dann habe ich mich eine Stunde auf mein Webinar vorbereitet, mehr nicht. Und jetzt bin ich hier. Und zwischendurch habe ich mich immer wieder anerkannt für den Schritt, den ich gerade getan habe. Immer für jeden einzelnen Schritt. Auch mal weggegangen vom Schreibtisch, noch einen Tee getrunken oder was gegessen und wieder zurück. Aber immer mit der Anerkennung. Bitte, bitte, bitte vernachlässigt das nicht. Ja? Und das ist nicht ein egoistisches so, ha, ich bin so toll, sondern wirklich ein Würdigen, den Moment würdigen, was gerade passiert ist. Und dann versteht das Universum, aha, davon will sie mehr. Da ist ihre Freude. Ja? Und das macht dann auch dein Charisma aus, dass du strahlst, dass du Freude hast, in dein Webinar zu gehen, diese Dinge zu teilen. Teil solche Dinge, solche Erfolge auch, deiner Kundinnen und deine Erfolge in deiner Facebook-Gruppe oder im Webinar, so wie ich es gerade mache. Das hat eine Sogwirkung, ihr Lieben. Petra schreibt, ich komme gerade vom Qigong. Ja, schön. Du bist ja auch so eine Meisterin im Empfangen. Wenn du dich nicht bewertest, liebe Petra. Ne? Genau. Ulrike sieht zu. Sehr, sehr schön. Was ich auch immer wieder empfehle, und da wiederhole ich mich auch, Claudia, danke. Danke für die Anerkennung, dass mein Webinar einfach super ist. Sehr schön. Ich danke dir. Dankbarkeit. Ne? Sind wir wieder gerade beim Thema. Wenn ich vom Journaling spreche, dann baue ich da auch immer den Dankbarkeitspart mit ein. Also das ist ein bisschen, ich weiß nicht, wer von euch journalt. Journaling ist ein tägliches Tagebuchschreiben und du beschreibst dein perfektes Leben, dein Big Picture, so wie du dir es gerne kreieren möchtest, in der Gegenwartsform beschreibst es in den schillerndsten Farben, zum Beispiel auch so ein Tagesablauf. Und siehst dich da schon, als wärst du schon da und bist auf dieser Frequenz. Das unterstützt auch das Empfangen. Und was ich am Abend noch mache, wenn ich merke, wow, heute habe ich wenig anerkannt, dann mache ich es extra am Abend vorm Schlafen gehen und schreibe das noch mit in dieses Journal rein. In das Journal dürfen keine negativen Dinge reinkommen, auf keinen Fall, weil sonst lenkst du durch deinen Fokus die Energie wieder auf die negativen Dinge, sondern gib dem gerne noch diesen Dankbarkeitsbeigeschmack, dass du abends reinschreibst, wofür du dich anerkennst. Was ist gut gelaufen? Deshalb machen wir auch den Post in der Facebook-Gruppe immer jeden Sonntag. Ja? Es geht darum, euch gegenseitig anzuheben, euch zu feiern und anzuerkennen und dankbar zu sein für das, was ihr leistet. Und dann bekommt ihr mehr davon und mehr davon und mehr davon. Sonja, dein Webinar gefällt mir. Das freut mich. Dafür bin ich hier. Dafür bin ich angetreten. Eins möchte ich noch mitgeben. Mein letzter Punkt. Geht den Menschen aus dem Weg, die ständig klagen. Oder gebt ihnen genau diese Informationen, die ich euch heute gebe. Wie geht es dir denn, wenn du mal das beklagen lässt? Ne? Wenn du mal das halbvolle Glas betrachtest und siehst, was du alles hast und kannst das anerkennen. Solange du dich beklagst, und das erlebe ich ganz oft bei meinen Klientinnen am Anfang, wenn sie mit mir arbeiten. Ich habe ja keine Zeit, weil mein Internet in meinem Job geht nicht. Ich habe ja nur so wenig Zeit am Wochenende, ich habe die Hausaufgaben nicht geschafft, für die Session vorzubereiten. Oder ich bin noch nicht so weit. Oder was höre ich denn auch oft? Oh, Andrea, ich bin aber gerade krank. Das kann ich verstehen, dass der Körper, ist auch die Frage, bist du wirklich krank oder hast du aus der bewussten Sicht heraus gerade ein, sagt dir dein Körper etwas, ne? Dass du vielleicht von etwas zu viel hast oder er hat einen Mangel. Dann fragt dein Körper, was braucht er? Dann bist du wieder im Empfangen. Und dann bist du auch wieder aufnahmefähig für neue Dinge, zum Beispiel ein Videotutorial anzuschauen oder ein Arbeitsblatt zu bearbeiten, wenn du deinem Körper Gutes tust. Aber solange du in der Klage bist, im Beklagen, das ist aber gerade so schwer, oder morgens, ich habe so schlecht geschlafen,
oder mein Partner trägt mir aber gerade nicht bei. Der ist aber eine Last und der blockiert mich. Oder meine Kunden machen nicht das, was ich ihnen sage. Merkt ihr das, wie viel Ladung da drauf ist? Wie anstrengend das ist? Das dient dir nicht. Was kannst du stattdessen machen? Schreib's mal in den Chat. Statt beklagen. Ulrike, genau mein täglich Brot. Ertappt. Tada. Was könnt ihr machen, statt beklagen? Und glaubt mir, ich bin nicht frei davon. Ich erwische mich immer wieder, immer wieder. Und ich hatte es heute auch, aber ich nehme es bewusst wahr. Inzwischen erkenne ich es, ich ertappe mich. Oder ich habe meinem Herzblatt gesagt, oh, du jammerst gerade wieder. Und sofort, was macht ihr? Akzeptieren, umarmen, loslassen, Perspektivenwechsel und Lösungsfindung. Ja, das ist ein guter Ansatz, Sonja. Christine schreibt, ich kenne Beklagen nicht so wirklich, ich tue lieber. Mhm, das ist gut, dann bist du schon weit vorangeschritten. Claudia Schenker, Blickwinkel ändern, richtig, auf die Metaebene gehen. Allein durch die Frage, was ist jetzt gerade? Was? Weil die Situation, über die du dich gerade beklagst, die will dir ja etwas sagen. Meine EMDR-Ausbilderin letzte Woche, die hat immer so schön gesagt, da wo der Schmerz ist, ist das Schatzkästchen. Und nein, da sitzt der Drache, der das Schatzkästchen bewacht. Ist das ein schöner Satz? Da, wo der Schmerz sitzt, ist der Drache, der das Schatzkästchen bewacht. Und in dem Schatzkästchen ist dein Potenzial. Da ist auch deine Lösung drin. Da ist die Möglichkeit, wirklich eine Lösung zu finden. Was lerne ich daraus? Ist auch eine Lösung. Genau. Zu fragen, was soll mir das gerade sagen? Ich habe gestern zum Beispiel aufgehört, Anmeldeformulare ausfüllen zu lassen. Warum? Weil dreimal am Tag, ihr werdet euch jetzt wahrscheinlich kaputt lachen, mein MacBook wollte nicht mehr und Apple will sowieso nicht so gerne mit Microsoft arbeiten. Mein Word-Dokument hat es dreimal zerschossen. Dann habe ich mich hingesetzt und gesagt, okay, wie kann es jetzt noch besser werden? Wie kann es jetzt noch besser werden? Dachte mir, ich lasse das Ding einfach weg. Was ist passiert? Die Kundin hat heute überhaupt nicht mit der Wimper gezuckt. Ich habe ihr gesagt, okay, du möchtest den VIP-Tag bei mir buchen, dann gib mir deine Rechnungsanschrift, ich schicke dir die Rechnung. Wenn du eingezahlt hast, können wir die Termine vereinbaren. War überhaupt kein Ding. Ich brauche kein Anmeldeformular mehr. Und das war die Lösung. Und das war, Sonja, wie du so schön schreibst, was lerne ich daraus, ist auch eine Lösung. Ich habe daraus gelernt, aus dieser Situation, dass ich das Anmeldeformular nicht mehr brauche. Das ist alles bürokratischer Kram, den wir in Deutschland haben, meinen haben zu müssen. Jetzt finde ich noch einen Punkt, der dich vom Empfangen abhält. Das sind Definitionen. Also Definitionen, die wir über etwas haben, wie etwas zu sein hat. Erwartungen, ne? Wie etwas zu sein hat. Ich schließe mit meinen Kundinnen trotzdem eine Kundenvereinbarung, aber gerne auch erst, wenn sie gezahlt haben, durch ein Willkommenspaket. Und wenn sie Zweifel haben, können sie mich fragen. Ich führe oft zwei Gespräche, wenn ich mit Kundinnen oder wenn sie einchecken wollen, dass alle Fragen und Zweifel ausgeräumt sind. Ich bin sehr transparent in meiner Arbeit. Alexandra, schöner Satz, danke. Schön, dass du auch da bist. Und mit Achtsamkeit drauf gucken. Ja, genau. Danke. Auf die Schatzkiste nehme ich an. In die Hand. Oh, ihr habt jetzt viel geschrieben. Jetzt muss ich hier erstmal auf Facebook schauen. Du, 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 du. Mich fragen, was kann ich tun, damit es mir besser geht? Schreibt die Sarah. Die Nadine schreibt, Fokus auf das Positive. Genau. Aus dem Drama rausgehen und die Sätze positiv umwandeln. Richtig, Heinke. Ihr seid so gut. Ulrike. Und fragen, wem gehört denn dieses Klagen? Ist das wirklich meins? Genau, Ulrike. Da haben wir es. Nadine, mich fragen, ob ich da bleiben möchte. Ganz genau. Der nächste Satz wäre nämlich, wenn du merkst, was das ist, kannst du fragen, ob du es verändern kannst. Wenn du ein Ja bekommst, dann frag einfach, wie kannst du es verändern? Wie kann es besser werden? Oder ja, zum Beispiel durch einen Ortswechsel, da wegzugehen zum Beispiel. Silvia Stern, fragen, was braucht es, um diese Situation zu ändern? Richtig, genau, was braucht es jetzt?
Alexandra, oder gleich in die Handlung gehen. Das ist typisch Alex Schollmeier. Andrea Pelz, losgehen. Ja, genau. Gar nicht drin verharren, gar nicht drin bleiben, aber auch nicht kopflos. Ne? Einfach nur losgehen ist natürlich auch so ein Ding. Viele fangen ja dann an, so zu rotieren, weil der Kopf schwirrt. Oh, ich muss jetzt irgendwas machen, ich muss jetzt irgendwas machen. Schon, also ich würde nochmal in die Zentrierung gehen, nochmal reinspüren, was ist das denn wirklich? Was soll es mir sagen? Und dann kommen auch die Lösungsoptionen. Und dann brauchst du eigentlich nur noch eine Wahl treffen. Andrea Brandt, danke. Ich lächle, dein Webinar tut mir gerade sehr gut. Tief atmen, erden, einen Schritt zurücktreten. Ja, genau. Genau, auch das hilft. Macht es zu eurem eigenen. Und ich sehe schon, ihr seid so gut unterwegs. Aber wenn ihr dennoch das Gefühl habt, ihr hängt gerade irgendwo ganz, ganz tief fest und habt das Gefühl, ja, ich habe da aber schon alles Mögliche probiert und das, was du jetzt gerade über die Bewertungen sagst, das kommt mir so bekannt vor, ich komme oft aus der Nummer nicht raus, dann steckt oft was Größeres dahinter. Ich kann ja noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe letzte Woche in meiner Trauma-Ausbildung 3 fette, ganz fette Traumata ins Bewusstsein gelenkt, also wirklich aufgearbeitet und losgelassen. Was heißt losgelassen? Ich habe es verarbeitet und praktisch meinen inneren Kindanteil, der da noch aktiv war und der da noch angeschaut werden wollte, integriert, sage ich mal, integriert. Seitdem habe ich eine unglaubliche Energie. Vielleicht spürt ihr das heute. Ich sprühe. Ich habe mir hier vorhin kurz ein bisschen was zusammengeschrieben, aber es sprudelt, weil ich auch voll in diesem Thema aufgehe. Und das passiert, wenn du dich von tiefsitzenden Traumata löst, wenn du sie verarbeitest. Was heißt verarbeiten? Das heißt, also was ist überhaupt ein Trauma? Das ist praktisch etwas, was in deinem, es sind Flashbacks, es sind Filme oder Erinnerungen, Bilder, die du hast aus deiner Kindheit, vielleicht sogar aus früheren Leben. Auch das ist möglich. Habe ich auch mit Melanie Seidel-Jester zum Beispiel etwas gelöst. Das hat sie neulich im Interview so schön beschrieben. Sie hatte sich gesehen, wie sie auf dem Scheiterhaufen verbrannt wird. Und konnte deshalb auf Facebook nicht so rausgehen, wie sie wollte. Und wenn diese Dinge noch nicht verarbeitet sind, dann schwirren sie hier oben rum. Du bist zerflattert, also du hast so Teilchen in deinem Gehirn rumflattern. Und es heißt eigentlich nur, dass du die in das Archiv legst. Also dass du sie nochmal anschaust, so als ob du eine unbearbeitete E-Mail hast. Bearbeitest die jetzt und bringst sie an Ort und Stelle, wo sie hingehören. Nämlich in das verarbeitete Archiv. Und das ist so, also was ich da erlebt habe, auch mit den anderen Teilnehmern, das ist so unbeschreiblich schön, wenn du siehst, wie der Mensch in die Sitzung gekommen ist und sagt, wow, da gehe ich jetzt nochmal rein, okay, ich gehe da nochmal rein. Manchmal weiß man auch gar nicht, was auf einen zukommt, das ist aber auch nicht schlimm, denn so eine Energiesession, die erlebst du ja nicht wie damals, als du mitten in der Situation warst, sondern du bist der Chef in dem Prozess und du bestimmst auch das Tempo. Und du kannst jederzeit auch Stopp sagen und du gehst nicht nochmal in das Trauma rein, sondern du wirst sanft von mir begleitet, das Trauma nochmal zu erleben wie einen Film und du bist der Regisseur, der zuschaut und kannst den Film verändern. Ja, du schreibst den Film um und zwar aus der Erwachsenenperspektive oder aus der Jetzt-Perspektive, denn die Probleme oder die Dinge können nur im Jetzt gelöst werden. Weder in der Vergangenheit, das heißt weder im Trauma, in das du nochmal zurückgehst, noch in der Zukunft. Du kannst die Zukunft nicht verändern. Wir haben nur ein Jetzt. Also ihr seht, ich arbeite da sehr bewusst, auch mit dem Eckhart Tolle, gell, Petra Haslinger. Genau. Und also wenn ihr das Gefühl habt, ihr geht mit dem, was ich heute erzählt habe, in Resonanz und ihr möchtet mal Ängste, Zweifel, Bewertungen anschauen, und die wirklich an der Wurzel packen und rausziehen, weil ihr dann später viel leichter euren Preis nennen könnt. Wisst, mit wem ihr wirklich arbeiten wollt, eure Positionierung finden wollt. Ihr könnt herausfinden, was ist wirklich eure Berufung, wenn diese Dinge gelöst sind. Dann kommt gerne auf mich zu. Ihr
Ich poste in die Facebook-Gruppe und auch hier in den Chat schreibe ich mal den Link für das Formular für die Strategie- oder Energiesession. Und da schreibst du mir einfach eine E-Mail und wir melden uns bei dir über andrea-rand.de Kontakt. In die Facebook-Gruppe stelle ich es nach dem Webinar noch rein, wo ihr euch melden könnt. Was habt ihr noch geschrieben? Ich habe gesehen, es haben auch zwei die Hand gehoben. Stefanie und Gisela. Gisela, lass mich mal kurz die Fragen durchgehen, was ihr geschrieben habt, und dann komme ich auf euch zu. Ja? Dann dürft ihr auch kurz sprechen. Ich habe euch nicht vergessen. Okay? Sonja schreibt, was man ändern kann, ändern, das andere, wie erwähnt, akzeptieren, umarmen, loslassen. Ja, das gehört zu diesem Prozess mit dazu, dass man auch die Gefühle und Emotionen, die da sind, bejaht, dass man sie annimmt, integriert, durch sich durchfließen lässt. Dann kommen meistens verschiedene Emotionen und Gefühle. Geht durch diesen Prozess durch. Man ist ja begleitet, man ist nicht allein dabei. Und dann trifft man eine neue Wahl aus der Erwachsenenperspektive, aus der Metaperspektive. Und während so eines Prozesses wechselst du auch die Ebenen, je nachdem, was gerade angezeigt ist. Es kann sehr schnell gehen, innerhalb von 35 Minuten, 30 Minuten habe ich erlebt, manchmal aber auch 90 Minuten dauern. Falls noch keine Entscheidung, dann unbedingt ruhig bleiben, Tee trinken und oder darüber schlafen, bis die Entscheidung klar da ist. Genau, du sprichst gerade vom, wie komme ich aus dem Beklagen raus. Genau. Sonja Keller schreibt, das ist die Kubi-Methode, das mit dem Trauma, dessen Verarbeitung. Genau. Ich habe die EMDR-Methode beschrieben, auch nicht im Ganzen, die ist so komplex, da gibt es so verschiedene Möglichkeiten und ich arbeite auch sehr intuitiv. Gisela schreibt, da habe ich mich nur verdrückt, du hast keine Hand gehoben, das ist mir auch schon passiert im Webinar. Kein Ding. Gisela, oder du willst uns was erzählen? Keine Ahnung. Also wenn du noch eine Frage stellen möchtest, ich könnte euch auch ins Webinar holen. Ihr seid da nicht zu sehen, aber zu hören. Genau. Du würdest Sprecherlaubnis bekommen. Genau. Ja, so schaut das aus. Aber der zweite Zuschauer hier, wer war das? Ich glaube, Stefanie war das. Mit der Hand. Nee, ist wieder weg. Oder ist gerade rausgegangen, weil jetzt wurde es heiß. Oh Gott, ich muss jetzt hier sprechen. Das kann auch sein. Hat sich auch verdrückt, aber im anderen Sinne. Gut, ihr Lieben, auf Facebook habt ihr noch eine Frage dazu. Christiane schaut zu. Schön. Schön, dass du da bist. Habt ihr eine Frage dazu, generell, zu Bewertungen, zu Traumaarbeit, wie du empfängst. Wenn ihr keine Fragen habt, dann kommen wir zum Ende. Es ist ja doch schon wieder über eine Stunde gewesen, dass ich gesprochen habe. Wow, ich habe gedacht, oh, da bin ich in 40 Minuten fertig, ja von wegen. Aber es ist eins meiner absoluten Lieblingsthemen. Keine Fragen? All die Dinge, die ich gerade aufgezählt habe, die behandeln wir im Traumbusiness-Programm ganz, ganz stark. Ich habe das Traumbusiness-Programm auf der einen Seite sehr strategisch gehalten, was das klassische Marketing angeht. Also du lernst im Traumbusiness-Programm innerhalb von 6 Monaten, was deine Berufung ist, wie du aufgrund deiner Berufung deine Positionierung findest, wie du eben in die richtige Energie kommst, dass du empfangen kannst. Wie du dein Mindset darauf ausrichtest, die Angst vorm Sichtbarwerden überwindest und dann auch für dich ein Geschäftsmodell findest, das zu dir passt, dass du wirklich dein Business von innen heraus entwickelst. Ne? Dafür sind diese klassischen Marketing-Dinge auch gut, aber viel wichtiger ist, dass du von innen heraus deine Essenz spürst und wirklich weißt, was ist hier in diesem Leben deine Aufgabe. Und dass wir die dann auch in ein sehr, sehr attraktives Programm bringen, in einem Programm,
integrieren all deine Fähigkeiten. Und wenn ihr vielbegabt seid und hochsensibel und sehr sensitiv und Energetikerinnen, dann habt ihr viele tolle, schöne Fähigkeiten, die am besten in einem Programm aufgehoben sind und unter einem attraktiven Dach. Das mit Dach meine ich die Positionierung. Und ihr lernt, wie ihr verkauft, wie ihr die Kunden gewinnt, wie ihr das Vertrauen zu euren Wunschkunden gewinnt, aber auch letztendlich, wie ihr euch eine schöne Website macht, entweder selbst macht oder mit meinem Team zusammen und wie ihr auch E-Mail-Marketing aufsetzt. Ja? Und vor allem ein richtiger Kundenmagnet werdet. Und die energetischen Dinge, die ich gerade so mit euch durchgehe, die fließen in jede eurer Sitzungen ein und in eure Live-Calls in der Gruppe. Wer dazu Fragen hat oder wer das Gefühl hat, wow, Andrea, ich glaube, ich muss mich mal mit dir unterhalten, denn ich möchte mein Online-Business endlich so richtig, richtig zum Laufen bringen. Egal, ob du schon eins hast oder noch gar keins hast, egal, ob du noch im Job bist oder offline, bisher vielleicht offline arbeitest, so wie die Barbara zum Beispiel. Und ihr wollt es wirklich mal wissen, wie ihr das Schritt für Schritt strategisch angeht, aber auch in der richtigen Energie seid, dass ihr die Dinge auch wirklich umsetzen könnt, dann kommt gerne ins Strategiegespräch. Ja? Und ihr nehmt im Strategiegespräch, und das verspreche ich euch, schon ganz viel mit. Schon ganz viel mit. Ihr habt eine absolute Klarheit, wie ihr loslegen könnt und was euch noch fehlt, um den nächsten Schritt zu gehen. Gut, wenn ihr sonst keine anderen Fragen mehr habt, dann verabschiede ich mich jetzt hier, ich kann schon gar nicht mehr richtig reden, in den Abend und euch wünsche ich einen schönen Abend. Jetzt ist schon ganz schön spät bei euch in Deutschland. Ich bin ja hier eine Stunde hinterher. Nicole, danke. Ja, Heinke, Ulrike, herzlichen Dank für deine Inspiration und wieder mal die Erinnerung, viel öfter mit den hier benannten Vorschlägen zu arbeiten. Ja. Und du bist so eine Meisterin. Wir vergessen es nur immer bei uns selber. Heike, danke, Andrea, war wie immer spitze. Das freut mich, dass ihr ganz viel mitnehmen konntet. Ihr Lieben, macht es gut. Und ihr könnt gerne in der Facebook-Gruppe noch, wenn ihr die Aufzeichnung anschaut, auch Fragen reinschreiben. Ich kommentiere das natürlich gerne. Ja, auf bald, ihr Lieben. Ich halte euch auf dem Laufenden und diejenigen, die sich eingetragen haben fürs Webinar, bekommen auch die Aufzeichnung. Bis dann.